Elftes Kapitel. In dem Menschenbuch des Müllers Kuschk finden sich auch einige Geschichten über Krabat. Mag sein, der Müller hat sie hineingeschrieben, weil sie ihm eben zu Ohren kamen und er gerade keine frischen Gedanken über die Neufassung des Menschen parat hatte. Mag auch sein, dass er die Geschichten in sein Buch eintrug als eine Art Illustration wichtiger Leitsätze, vielleicht auch als Kommentar. Oder aber schließlich, weil sich ein Gedanke in ihm verhakt hatte und er nun den Haken samt einem Stück Fleisch herausschnitt. Eine dieser Geschichten berichtet, wie Krabat Wolf Reißenberg die Brautnacht stahl. Krabat wollte ein Stück Land urbar machen, um Hirse anzusehen. Kaum hatte er drei Dornenbüsche ausgehackt, als Wolf Reißenberg heranritt und sagte, »Du kommst zu spät, Krabat. Das Stück Land habe ich für meine Fasanen bestimmt. Die werden hier nisten.« Krabat nahm sein Werkzeug und ging anderswohin, aber auch dort erschien Reißenberg und sagte, »Zu spät, Krabat. Hier habe ich schon Kiefernsamen ausgeworfen. Es soll ein schöner Wald wachsen.« Noch ein drittes und ein viertes Mal kam er, und sagte, »Zu spät, Krabat!« Im Lugwald wusste Krabat eine moorige Wiese. Er begann Gräben auszuwerfen, um sie zu entwässern. Doch auch dort fand ihn Reißenberg. »Zu spät, Krabat!« sagte er. »Diese Wiese habe ich Kiebitzen vorbehalten. Meine Braut isst Kiebitzeier für ihr Leben gern und für einen Mann sind sie kurz vor der Hochzeit auch von einem guten, starken Nutzen.« »Ich will Hirse anbauen«, sagte Krabat. »Ich habe nichts dagegen, Krabat«, Wolf Reißenberg lachte. »Bloß, du bist ein Langsamer, du kommst immer zu spät.« Krabat wurde wütend. »Friss deine Kiebitzeier und pass auf, dass du trotzdem nicht zu spät kommst.« Er warf den abgebrochenen Stiel seiner Rodehacke nach Reißenberg, traf ihn aber nicht. Reißenberg lachte, dass sich die Espen schüttelten. Krabat rannte zur Mühle an der Sattkula. Er sagte, »Wolf Reißenberg wird heiraten. Er soll zu spät zu seiner Hochzeitsnacht kommen.« Der Müller verstand Krabat auch ohne lange Erklärungen. »Wenn die Braut so hübsch ist, wie du zornig bist, soll er doppelt zu spät kommen«, sagte er. Krabat als ein alter, lahmer Mann, der Klarinette spielte, und Jakob Kuschk als sein Weib, das die Karten schlagen und den Leuten aus der Hand lesen konnte, begaben sich geradewegs zu dem Schloss, wo die Braut lebte. Hinter dem Schloss wuchs eine große hängende Weide. Sie stellten sich in ihren Schatten und Krabat spielte die traurigsten Lieder, die es gab. Jakob Kuschk hielt einen Korb bereit für milde Gaben. Aus dem Schloss stahlen sich zwei Mägde, die eine trug ein Stück Brot unter der Schürze, die andere zwei Mohrrüben. Sie schluckten Tränen, weil die Klarinette so traurig blies und vergaßen gleich die Traurigkeit, als das alte Weib ihnen schöne Dinge aus der Hand las. Der einen, einen kräftigen Geliebten, der anderen einen braven Burschen zur Heirat und beiden, das vor allem, Brot und Brei genug für jeden Hunger. Nach diesen Mägden kamen andere und schließlich kam eine hübsche Samtige gelaufen und führte sie zu der Braut. Die Braut war mehr als doppelt so schön, wie Krabat zornig gewesen war und mehr als doppelt so hochnäsig, wie sie schön war. Obwohl sie samt ihren hochhackigen Seidenpantöffelchen Jakob Kuschk nur eben ans Kinn reichte, konnte er doch sehen, dass ihre Nasenflügel von innen so zart und durchscheinend waren wie die Ohren eines neugeborenen Ferkelchens. Doch nicht alles an ihr war zart, es gab auch Festes und Griffiges, wo etwas fest und griffig zu sein hatte. Und Krabat, während er ein nicht zu trauriges Lied blies, meinte bei sich, dass Weiberschönheit umso schöner sei, je mehr Eigenschaftswörter richtig eingesetzt in ihrer örtlichen Abfolge
sie für sich benötige. Jakob Kuschk war den einzelnen Eigenschaftswörtern näher, sowohl den zarten als auch den festen, doch gänzlich uneckigen. Er murmelte viele Zantrabantra über die linke Hand, die, wie er sagte, während der Wahrheitssuche möglichst nahe am Herzen liegen sollte. So hörte er auch das Herz schlagen. Es schlug weit mehr neugierig als hochnäsig. Es duftete auch. Er sagte, wie rosenrot und nelkenweiß. Aus den feinen Linien der sehr feinen Hand las er der Braut ein großes Fest und etwas Festes, Großes, das sich gegen sie richte und doch nicht gegen sie gerichtet sei, und versprach ihr schließlich einen Mann und Gatten, der an hohen Festtagen in der 12. Nachtstunde sich selbst in der Zukunft zu sehen vermöge. Die Braut, als sie alles gehört hatte, krauste ihr schmetterlingsflügeliges Näschen und sagte, »Ihr stinkt, Alte, geht und lasst euch aus der Küche eine Rübe geben.« Ihr großer, schöner Mund blieb auch bei diesen Worten schön, und ihre Stimme glich den schönsten Tönen aus Krabats Klarinette. Krabat und Jakob Kuschk kehrten nach Hause zurück und berieten sich, denn sie wussten zwar, was geschehen sollte, aber nicht, wie es geschehen sollte. Seinen Wanderstab, der nun keine Klarinette mehr war, wollte Krabat nicht zu Hilfe nehmen, obwohl Jakob Kuschk meinte, ein bisschen Zauber zum Spaß könne wohl keinen Schaden anrichten. Doch Krabat war entschlossen, die unheimliche Kraft seines Stabes zu benutzen, nur wenn anders nicht mehr zu helfen wäre in einer letzten Not. Sie saßen am Mühlwasser, dachten nach und kühlten sich die Füße im Bach. Krabat bemerkte, dass sein Zeh im Wasser größer erschien, als er war, und tiefer im Wasser steckte, als es den Anschein hatte. Er wollte den Freund, der wie stets, wenn er Schwieriges zu denken hatte, lautlos auf seiner Trompete blies, auf diese seltsame Erscheinung aufmerksam machen, als er entdeckte, dass in der Rundung der Trompete ihre Füße im Wasser, sie selbst hier sitzend, die Weiden am Bach und hinter ihnen die Mühle sich in einer sonderbaren Art spiegelten, das Nahe klein und das Ferne groß und kein Raum zwischen Nah und Fern. »Was das Wasser und die glänzende Trompete vermögen«, sagte er, »müssten auch Spiegel und geschliffenes Glas können.« Sie machten sich an die Arbeit, und schon bald konnten sie, an der Mühlmauer stehend, rund um die Mühle sich selbst in den Rücken sehen. Dabei fand Jakob Kuschk schnell heraus, wie er seine Trompete halten müsste, damit das blinkende, gebogene Blech ein rechter Zauberspiegel wäre. Als Knechte mischten sie sich nun unter Reißenbergs Gesinde, halfen Wände tünchen, Öfen instand setzen, Möbel aufstellen und brachten dabei ihre Vorbereitungen zu einem guten Ende. Im spiegelnden Trichter der Trompete konnte man von einer Nische des Festsaales aus in das darunterliegende Gemach sehen, wo das Brautbett aufgeschlagen war. Am Tage der Hochzeit erschienen sie als Musikanten, der Müller mit der Trompete, Krabat mit der Klarinette. Um den Müller kümmerte sich Wolf Reißenberg nicht, aber zu Krabat sagte er, »Brav, brav, Krabat, so kommst du eher zu deiner Hirse.« Er reichte ihm seinen zur Hälfte ausgetrunkenen Becher, »sollst auch nicht leben wie ein Hund.« Krabat unterdrückte seinen jähen Zorn und sagte ruhig, »Die Leute erzählen, dass du dich selber in der Zukunft sehen kannst.« »Du kommst wieder zu spät, Krabat«, antwortete jener spöttisch. »Ich weiß es schon von meiner Braut.« Krabat sagte, »Ich glaube nicht, dass du das kannst, denn ich kann es ja auch nicht.« Wolf Reißenberg wollte sich ausschütten vor Lachen. »Du bist ein Dummkopf, Krabat«, sprach er freundlich. »Was mir recht ist, ist dir noch lange nicht billig. Ich könnte es dir auch lateinisch sagen. Quod licet Jovis, aber das verstehst du Tölpel ja doch nicht.«
Er schlug ihm in bester Laune mit der behandschuhten Hand auf den Rücken und wunderte sich dabei über sich selbst, wie freundlich er heute mit Krabat umging. Ein wenig wunderte er sich freilich auch, wie gehörig sich Krabat benahm. Aber das macht das Fest, dachte er. Das Fest wurde lauter und lustiger, der Müller Kuschk blies die schöne, fröhliche Braut schneller und schneller durch den Saal, und obwohl sie sich gern einmal ausgeruht hätte, musste sie tanzen, sobald die Trompete blies, ob sie wollte oder nicht, und trank dann durstig von dem schweren Wein. Als sie meinte, ein Becher mehr wäre einer zu viel, ließ sie sich ins Brautgemach bringen. Wolf Reisenberg versprach, bald nachzukommen, erst müsse er noch seine neue Fähigkeit ausprobieren, es schlage ja gleich die 12. Stunde. Die Kammerfrau der Braut war eine Nichte des Müllers. Er hatte überall seine Nichten und Basen. Sie ließ Krabat, der nun ohne Rock und Hose im bleichen Mondlicht zu gewissen Teilen von Reisenberg kaum unterscheidbar war, hinein, und die Braut gelehrt, die Augen hier geschlossen zu halten und den Mund nicht zum Reden zu benutzen, empfand Krabats Schweigen umso weniger befremdend, je mehr sein Tun ihren Erwartungen entsprach. Als er daran ging, ihren Erwartungen das dritte Mal zu entsprechen, war eben die 12. Stunde angebrochen, und Wolf Reisenberg, begierig, sich selbst in der Zukunft zu sehen, ließ sich von Jakob Kuschk in die Nische führen und sah, zwar seltsam ins Runde zusammengedrängt, doch deutlich das Brautbett. »Siehst du dich?« fragte der Müller Kuschk höflich. »Gott's Donner«, sagte Reisenberg, »ich sehe mich kräftig!« Im Vorgefühl der kommenden Taten und weil er meinte, ein großes Fest werde so schnell nicht wieder sein, wollte er während der ganzen 12. Stunde mit der Wirklichkeit warten, um sich in der Zukunft zu sehen. Inzwischen tauschten Krabat und der Müller Kuschk die Plätze, und während nun Krabat Reisenberg die Trompete als Spiegel vor die Augen hielt, ließ dort der Müller das Mahlwerk laufen, als wäre Hochwasser, und die Braut trank dort den Wein, also vor Erhitzung, und Wolf Reisenberg hier aus Tatendurst. Als die 1. Stunde des neuen Tages anbrach, begab er sich an den Ort seiner vorausgesehenen Taten. Die Braut schlief den tiefen Schlaf gerechter Erschöpfung, und Wolf Reisenberg hatte große Mühe, sie aufzuwecken. »Zu spät«, murmelte sie, für einen Augenblick aus der Tiefe auftauchend, »ich bin wie zermahlen.« Wolf Reisenberg, als er am nächsten Tag Näheres wissen wollte und von der Fülle seiner Taten erfuhr, beschied sich, nicht seinen eigenen Zweifeln anzuhängen, sondern den Glauben der Braut an seine wunderbare Verdoppelung zu teilen. Denn alles, was ihn heraushöbe über die anderen, mache ihn mächtiger. Der Verfasser des Menschenbuches vermerkte hierzu, dass die List wie eine scharfe Glasscherbe in der Tasche und der Witz ein nützliches Augenwasser in der blinden Welt des Reisenbergs sei. Und alles, was gut und nützlich gegen den Wolf sei, eigne sich als Bauteil für die Neufassung des Menschen. Mag der Witz gut sein als ein Mittel gegen die Entzündung der blinden Augen, und die Ergebenheit und auch die List mag wohl einmal eine Glasscherbe sein, die den Henkerstrick reißen lässt. Der Braschka Peter Serbin, als er in der Festung saß, schrieb aber, da er kein Papier besaß, auf die Tischplatte: »Bittere Erde der 1000 Tode. Die Hirse keimte und der glanzlose Tod des Verhungerns. Die Hirse wuchs und der ertränkende Tod des Blutstroms. Den Mund voll Erde und schwer den Nacken zu heben. Das Salz der Mühen machte die Erde süß und das Bittergras unter den Galgen. Die Hirse blühte und der besungene Tod der Schlachten. Bittere Erde der 1000 Tode,
und schwer den Nacken zu heben. Die Hirse reifte und die zerkaute, bittere, süße Erde. Ein Wächter brachte die Rübensuppe, las, was auf der Tischplatte geschrieben war, und fragte. Der Gefangene blickte ihn prüfend an, antwortete, und der Soldat, dessen linkes Bein am Berg Douaumont faulte, sah ein Bild an der Mauer. Oder die Mauer nicht vorhanden? Den Mann Krabat, der ein Stück Land urbar machte. Er hackte Schlehengestrüpp aus, grub Disteln und Quecke tief aus dem Boden, sammelte die Steine und trug sie zu einem kniehohen Wald zusammen. Aus der sinkenden Sonne kam Wolf Reißenberg heran. »Pflanze die Schlehen wieder ein«, befahl er, »und bringe Disteln und Quecke zurück an ihren Platz. Es soll alles wieder so sein, wie es war.« Krabat sagte, »Ich will Hirse sehen.« Wolf Reißenberg sagte, »Und auch die Steine bringe wieder hin, wo sie waren.« Er nahm einen Stein vom Wall und warf ihn mitten auf den Acker. Krabat warf den Stein zurück. »Nächstes Jahr mache ich das Stück urbar, wo du jetzt stehst«, sagte er. Wolf Reißenberg sprang über den Steinwall. »Wo ich jetzt stehe, wirst du nicht stehen«, sagte er und stieß Krabat mit aller Kraft gegen die Brust. Sie rangen die ganze Nacht miteinander. Dreimal drückte Wolf Reißenberg Krabats Kopf zu Boden, »Friss deinen Acker«, und dreimal hob Krabat mit seinem Nacken Wolf Reißenberg aus. Endlich, gegen Morgen, als eben die erste Lerche stieg, riss er den Feind hoch und warf ihn über den Steinwall. »Und wenn ich Erde fressen sollte«, sagte er, »du wirst meinen Acker nicht mehr zertreten.« Die Mauer war wieder wie eine Festungsmauer. Der Wächter wischte sich über die Augen, unbekannt, ob er sich ein Blindhäutchen von den Augen riss. Peter Serbin wusste, dass eine Antwort kein Zauberspruch ist, der die Blinden in der blinden Welt Reißenbergs sehend macht. Man muss sie lehren zu sehen, geduldig vor ihrer Blindheit, und immer wieder wird einer von Neuem erblinden und die Kindergartenfabel von der falschen Schlange im Baum wird noch lange geglaubt werden. Da wird auch einmal einer von uns hingehen, der seine beiden Augen verkauft, um in das Schloss des Bettlers einzuziehen, und wird ein Buch schreiben über die Verdammnis des Sehens und die Glückseligkeit des Blindseins. Da werden wir auch das eine eigene Auge hingeben, damit zwei sehen. Da wird auch manchmal der Mund voll bitterer Erde sein und schwer den Nacken zu heben. Da wird man freilich auch erfahren, was der sympathische Reisegefährte Jan Serbins an drei berichtete, was dreis Computer daraus für Schlüsse zog und was drei daraufhin anordnete, die Entdeckung zu sichern und den Entdecker zu verwahren. Man erfuhr es noch, bevor Dreis Flugzeug seine Reisehöhe erreichte, und ordnete an, um jeden Preis zu verhindern, dass Drei Serbin in seine Gewalt bekommt und sich in den Besitz seines Wissens setzt. Sicher drängten sich Fragen auf. Weiß ein Mann wie Jan Serbin nicht, was er tut, wenn er drei überhaupt die Chance gibt? Kann er mit seinem überragenden Gehirn so naiv vor dem Feind sein? Oder ist diese Naivität vielleicht eine wesenseigene Einschränkung des Genies? Genialität also ein gewissermaßen außervernünftiges Denken. Einem der Beratenden, einem Mann, der sein ergrauendes Seitenhaar sorgfältig über die fast kahle Mitte gekämmt trug, geriet ein Bild, ein lächerliches möglicherweise, vor Augen. Das normale, vernünftige Denken wäre wie eine umgestürzte Schüssel.
Das Geniale, die gleiche Schüssel mit einem Riss im Metall. Er strichelte auf seinem Merkblock eine Schüssel hin, der aus mehreren Rissen Geist in Form von Dampf entwich und stülpte darüber eine andere, ganze, sich, uns als Schutz über Jan Serbin. Ihm fiel die Geschichte vom Erfinder des schwarzen Steins ein. Der Erfinder wurde beschützt und murrte, er sei eingeengt in seinem Tun und Lassen. Mir schmeckt das Essen nicht, wenn mir dauernd einer dabei aufs Maul guckt. Ich kann nicht gut schlafen, wenn ich weiß, ein Fremder hört mich schnarchen. Ich kann ja nicht einmal, er wollte sagen, dass er sich wie ein Kapaun fühle, weil dauernd ein fremdes Auge auf ihm ruhe, aber sie ließen ihn nicht ausreden, sie streichelten ihm den Rücken und klopften ihm mit den Fingerspitzen nur sanft auf die Schultern. »Nein, um Gottes Willen«, sagten sie, »denk nicht daran, dass du beschützt wirst. Denk höchstens daran, dass du in Sicherheit bist. So gut, als säßest du in Abrahams Schoß.« Er versuchte sich zu fühlen, als säße er in Abrahams Schoß, aber dann sah er Lilith und verfiel ihr, wie es in den alten Schriften heißt. Er vergaß, dass er beschützt wurde, weil er nur noch ihren Rock wusste. Aber als sie endlich diesen ihren Rock hochschob, für ihn mitten auf einer hohen Wiese, niemand weit und breit, und sie sagte, da sei niemand weit und breit, da wusste er, dass hier sie seine Beschützerin war, und ihr Rock, ob hochgeschoben über alle Himmel oder nicht, war ihm gleichgültiger als das Gras, das sie zerlag. Er rannte davon in die Stadt und schrie, sie beraubten ihn seiner Freiheit, Mensch und sogar Mann zu sein. Er tobte und spuckte wütend aus auf den marmornen Boden im Haus des Hohen Rats. Sie schwiegen betrübt, und als er vor Erschöpfung verstummte, baten sie ihn doch mit ihnen hinaufzugehen zum See der ewigen Wärme. In wortloser Resignation willigte er ein. Sie schritten durch die Stadt, durch ihre belebten Straßen, vorbei an der Universität, wo Studenten ihn erkannten und ihm skandierend Gruß und Wohlergehen zuriefen, vorbei an der Bibliothek des Wissens, wo sie seine Büste in Marmor aufgestellt hatten. Er liebte keine Denkmäler Lebender, aber er war auch nur ein Mensch, wenn Ehrungen ihn betrafen. An ihrem Weg lag das Bad der fröhlichen Sauberkeit, 6 gleich große Bassins mit azurblauem Wasser inmitten eines ausgedehnten Parks mit grünen Wiesen, Blumen- und Rosenrabatten, exotischen blühenden Sträuchern und klug angeordneten Gruppen von buntlaubigen und immergrünen Bäumen. Der Park stand offen für alle Bewohner der Stadt. Die Bassins, voneinander durch farbiges Drahtgeflecht getrennt, waren aber für die 6 Großen bestimmt. Jeder erwachsene Einwohner gehörte, entsprechend seiner Schuhgröße, einer der 6 Gruppen an, die in der Umgangssprache einfach Größen genannt wurden. Diese Einteilung, von manchen belächelt, von manchen zur guten Tradition erklärt, war ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als es in dieser Stadt noch Herrschende und Beherrschte gab. Die Ölbäume nicht den Olivensammlern gehörten und die Besitzer der Ölbäume sich nach keiner Olive bückten. Die 6 Größen hatten nicht nur verschiedene Bassins im Bad der fröhlichen Sauberkeit für sich, sondern ebenfalls verschiedene Meeresstrände mit dem gleichen Sand, dem gleichen Wasser. Jede Größe erhielt auch, und das war nun rein symbolisch, einen Kaufladen zugeteilt, eine Apotheke, ein Krankenhaus, einen Tennisplatz. Dieser Sport war der beliebteste in der Stadt. Und schließlich ein gesondertes Areal außerhalb der Stadt, wo die Bürger in der warmen Jahreszeit ihre Sommerzelte aufschlugen. Eheschließende, die verschiedenen Größen angehörten, konnten nach Belieben die Gruppen des Mannes oder die der Frau wählen. Das führte gelegentlich dazu, dass extrem gefühlsarme Leute
sich ihre Ehepartner unter den besonders groß- oder Kleinfüßigen suchten. Denn naturgemäß waren die diesen beiden Gruppen vorbehaltenen Einrichtungen weniger überlaufen als die der Normalfüßigen. Auch jetzt badeten in den Bassins 1 und 6 des Bads der fröhlichen Sauberkeit nur wenige Menschen. Sie schwammen in vornehmer Ruhe für sich hin, während die anderen Becken von Badenden geradezu überquollen. Allerdings war hier auch die Fröhlichkeit größer oder wenigstens vernehmbarer. Es schien, als wählten die Mitglieder des Hohen Rats für ihren Weg durch die Stadt besonders jene Straßen, die in irgendeinen direkten Zusammenhang mit dem See der ewigen Wärme gebracht werden konnten. Die Wohnhäuser ohne rauchende Kamine, die Viertel der Fabriken ohne Schmutz und Ruß und schließlich den breiten Gürtel der riesigen Gewächshäuser, den nicht minder breiten der Vieh- und Getreidefarmen, denen sich Obstplantagen und Ölbaumfelder anschlossen. Hinter dem letzten Ölbaum begann der nackte Karst. Es war nicht notwendig, dass einer vom Hohen Rat sagte, die ganze Stadt wäre verkarstet ohne den See der ewigen Wärme. Der Beschützte wusste es so gut wie einer. Der See lag am Fuße des Gebirgs, von dessen höchsten Gipfeln zungenartig Gletscher herabkrochen. Der See war früher nichts gewesen als ein riesiger steinerner Krater, auf dessen Grund sich vom Frühling bis zum ersten Sommermonat Schmelzwasser sammelte. Einem hochgewachsenen Mann reichte es manchmal bis zum Kinn. Nun war der Krater bis zum Rand gefüllt mit smaragdenem, heißem Wasser, durchsichtig bis auf den Grund. Auf dem Grund lag in einer breiten, flachen Bleischale der schwarze Stein. Schweigend wartete die Gesellschaft, bis der schwarze Stein ausatmete. Sein Atem bildete 900 kreisförmige Wellen, die vom Grund aufstiegen und dabei gleichförmig nach allen Seiten wuchsen. Als die letzte Welle die Oberfläche erreichte, zapfte das nun siedende Wasser die fast 2 Kilometer breite Gletscherzunge an, und die gleiche Wassermenge, die jetzt durch das automatisch sich öffnende Rohrsystem vom Seegrund zur Stadt hinabgeleitet wurde, floss eisig von oben dem See wieder zu. Jemand hatte den See der ewigen Wärme das Herz der Stadt genannt. Es war nicht sehr falsch, ihn so zu bezeichnen, obwohl in Wirklichkeit der schwarze Stein sowohl den See selbst als auch seine Wärme geschaffen hatte und erhielt. Und niemand kannte das Geheimnis des atmenden Steins außer dem Beschützten. Er hatte den Stein, er sagte, gefunden. Aber ob gefunden oder erfunden, er allein wusste um seine Herkunft, und er hatte entdeckt, wie sein schreckliches Atmen zum guten Nutzen sein konnte. Und er allein besaß den Schlüssel zu der bleiernen Höhle, wo ein zweiter Stein als Reserve aufbewahrt wurde. Sie baten ihn, ein Bröckchen davon zu holen. Er brachte ein fingerkuppengroßes Stück auf einen Bleiteller und stellte den Teller, ihrem Wunsch entsprechend, unter einen überhängenden, mannshohen Felsblock. Der Felsblock begann fast augenblicklich zu schmelzen. Mit dem gläsernen, dampfenden Rinnsal zusammen stürzte das schwarze, an der Luft unsichtbar atmende Bröckchen in den See. Der gläserne Schmelzfluss erstarrte und das Bröckchen glitt immer schneller dem schwarzen Stein in der Tiefe des Sees zu, wo es sich mit ihm vereinte. »Wir gebrauchen die Atmung des schwarzen Steins zum guten Nutzen«, sagte der Hohe Rat zu dem Beschützten. »Wir wollen nicht, dass irgendjemand mit Hilfe deines Wissens unsere Stadt zerstören könnte.« Der Beschützte murrte, »Ihr misstraut mir.« Sie sagten, »Wir vertrauen dir. Aber es könnte sein,
dass man dich entführt. Unter der Folter ist ein Mensch nur ein Mensch. Er sah sie an. Ich stürbe eher. Wir wollen nicht, dass du stirbst, antworteten sie. Ich sterbe aber, schrie er, sich mit der Faust an die Stirn hämmernd, hier oben, weil ihr mich beschützt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich springe in den kochenden See oder drücke den schwarzen Stein an meine Brust. Am nächsten Tag beschloss der Hohe Rat, den zu Beschützenden künftig in einem weiten Kreis zu beschützen, so dass er den Schutz nicht spürt. Der Beschützte reckte die Schultern, seine Brust weitete sich. Er fühlte sich wohl wie lange nicht und antwortete jedem, der ihn auf seine Veränderung ansprach, dass man oben endlich eingesehen habe, dass er dem Kindergarten entwachsen und selbst Manns genug sei, auf sich aufzupassen, und wachte am 11. Tag seines Mann Genugseins aus einer dumpfen Betäubung in einem fremden Haus auf. Er fühlte sich zerschlagen, wirr und taumelig im Kopf. Das Löwenfell bespannte Bett hatte er nie zuvor gesehen. Er erhob sich mühsam und ging stolpernd und wie betrunken zum Fenster. Er blickte hinaus auf einen großen quadratischen Platz, auf dem Soldaten zwischen geladenen, schussbereiten, riesigen Katapulten exerzierten. In seinem Rücken öffnete sich eine Tür. Ein mächtiger, glänzend polierter Militär mit einem seltsam aufgemachten Löwenschädel auf dem Kopf trat ein. »Ich bin der General«, sagte er. »Sie können mich einfach General nennen. Sie sind mein Gast. Betrachten Sie mein Haus als das Ihre.« Er befand sich in bester Laune. Er war, ohne Einladung, bei der Safranblusigen zur Teestunde erschienen. Sie hatte ihn zwar sehr kühl und reserviert, doch immerhin nicht feindselig empfangen. Der Besitzer von Aladins Wunderlampe war auch anwesend. Er schien gut Freund mit der Herrin der Katapultfabriken zu sein. Hinter vorgehaltener Hand spöttelte er über den General, der die Welt nur schön fände, wenn sie voller Schießzeug stecke. Sicher, meinte er, sei man daran interessiert, dass die da drüben in die Ordnung zurückgeführt würden. Aber diese schlechter Methoden! Er verzog in Abscheu sein Gesicht und erzählte ihr einen Witz über den General. Seine Verachtung für den witzigen Besitzer von Aladins Wunderlampe hatte den General nicht dazu getrieben, der safranblusigen Dame des Hauses zur Kenntnis zu bringen, dass jener einäugige Charmeur und er einen und den gleichen Herrn hatten. In der Stadt, die der General die da drüben nannte, kamen Krabat und Jakob Kuschk am gleichen Morgen an, als der Nicht-Beschützte in dem fremden Haus aufwachte und der Hohe Rat erfuhr, dass sich der Finder oder Erfinder des schwarzen Steins in der Gewalt des Generals befand. Der Hohe Rat forderte jeden tausendsten Erwachsenen auf, an der Beratung der bösen Situation teilzunehmen. Krabat wurde als einer von ihnen ausgewählt. Die allgemeine Beratung kam einstimmig zu der Ansicht, dass eine Bedrohung von Sicherheit und Leben in der Stadt eingetreten sei und ordnete die Bereitschaft zur Verteidigung an. Der zweite Punkt der Beratung fragte nach der Möglichkeit, wie verhindert werden könnte, dass der General, nachdem er den Nichtbeschützten in seine Gewalt gebracht hatte, nun in den Besitz der Kraft des schwarzen Steins gelangte. Es wurde beschlossen, dass ein Versuch unternommen werden sollte, den Geraubten zu befreien. Was aber sollte geschehen, wenn, was möglich war, der Versuch misslang? Fragte der Hohe Rat die allgemeine Beratung. Niemand meldete sich zu Wort, denn jeder kannte die Alternative. Entweder Tod und Verderben kommen über die Stadt, oder aber der, den man nicht beschützt hat, wird nun davor geschützt,
gegen seinen Willen, sein Geheimnis preiszugeben. Er selbst hat gesagt, ich stürbe eher. Aber es wird ihm keine Gelegenheit dazu gegeben werden, bevor man nicht sein Gehirn entleert hat. Die allgemeine Beratung schwieg mehr als 2 Stunden, jeder suchte in seinem Kopf nach einer dritten Möglichkeit, niemand fand eine. Doch damit war nicht bewiesen, dass es keine gab. Schließlich stand ein hagerer Mann, der mit seinen tief liegenden gelben Augen und seinen strichartig dünnen Lippen den Eindruck eines fanatischen Asketen machte, auf und sagte, »Übrigens bin ich der Meinung, dass Wolf Reisenberg an den Baum geknüpft werden muss.« Manche murmelten beifällig. Der Mann, der seit Jahren immer wieder diesen einen Satz in die Beratungen warf, erhob sich auf das beifällige Gemurmel noch einmal. »Es gibt Leute, die zur Vorsicht raten«, sprach er mit seiner scharfen, etwas zu hohen Stimme. »Haben wir den Wolf etwa nicht aus dem Land gejagt? Sind wir ohne Wunden davongekommen? Er hat uns verwundet, aber wir haben ihn überwältigt.« »Verjagt, aber nicht überwältigt«, rief jemand dazwischen. »Ein Ängstlicher macht ängstliche Unterschiede«, entgegnete der Redende spöttisch. »Ich sage, mag sein, er zerkratzt uns die Haut, aber er hängt am Baum. Mag sogar sein, er reißt uns einen Arm ab, zerfetzt uns ein Bein. Haben wir nicht 2 Arme und 2 Beine?« Aber sein stinkender Kadaver schaukelt im Wind. Er machte eine kleine Pause, sah, dass die Zahl derer, die ihm beipflichteten, jetzt größer war und sein Gesicht verhärtete sich noch mehr. »Die Ängstlichen sagen, wir sind zu schwach. Wenn sie recht haben, sind wir verpflichtet, uns Verbündete zu suchen. Ich will in eurem Namen mit dem General verhandeln.« Den empörten Protest der allgemeinen Beratung überschrie er. »Wenn wir mit seiner Unterstützung den Wolf erschlagen haben, wird der General ein Lamm sein.« Der Vorsitzende des Hohen Rates rief, »Er schlägt vor, Wolf Reisenbergs rechte Hand zu überreden, seine linke abzuschlagen.« Der Hagere verließ, gefolgt von der Gruppe seiner Anhänger, die Versammlung. An der Tür wandte er sich um, hob die Faust und rief noch einmal in den Saal, »Übrigens bin ich der Meinung, dass Wolf Reisenberg an den Baum geknüpft werden muss.« Als im Saal wieder Ruhe eingekehrt war, erhob sich Krabat. Er sagte, »Der Galgenbaum für Wolf Reisenberg ist noch jung, er würde umbrechen. Aber mit jedem Tag, den er in Ruhe wachsen kann, wächst er stärker in den Ästen und tiefer mit den Wurzeln.« Er dachte, »Wir sind die Wurzeln, wir sind der Stamm und wir sind die Äste.« Ihm fiel auch ein, den Versammelten zu berichten, wie er versucht hatte, Reisenberg zu vernichten und die einfache Zeit in 1000 Scherben zerschlug, das einfache Gut und das einfache Böse, das einfache Ich in Smjala, dem Mädchen reine Freude, und das einfache Un-Ich in Wolf Reisenberg, dem Sichtbaren, Tastbaren, und dass er damals in dem riesigen, stickigen Schatten auch seinen eigenen Schatten gesehen hatte, und der war zugleich Reisenbergs Schatten gewesen. Krabat sagte, »Ich will versuchen, ihn zu retten.« Er sagte nicht Jan Serbin. Ein schwerer, fülliger Mann mit dem Mund eines Witzeerzählers und den Augen eines Tigerdompteurs trat zu Krabat, nannte ihn Bruder und sagte, »Alles, was du brauchst, wirst du vorfinden.« Krabat hatte für einen Augenblick das Empfinden, er selbst sei jener, der zu ihm sprach. Draußen saß Jakob Kuschke auf der steinernen Einfassung eines Blumenbeets und fütterte Spatzen mit Brotkrumen. Krabat setzte sich zu ihm und berichtete.
Jakob Kuschk sagte: Die Schnurrbarthaare des Obersten. Du hast das Deine weggeworfen und ich habe meins der Rossigen ins Haar geflochten. Schade, dass wir sie nicht mehr haben. Krabat dachte flüchtig an die Kristalle Jan Serbins in seinem Wanderstab. Lass sie stecken, um Gottes Willen, Bruder, meinte Jakob Kuschk, denn du weißt nicht, ob sie dir nicht Beine zum Kopf herauswachsen lassen oder Hörner. Er grinste. Hörner kann ich auch machen, hör zu. Krabat war ernst zumute. Er meinte nicht, dass eine Geschichte wie Jakob Kuschk einem Mann Hörner gemacht hatte, jetzt im Augenblick die richtige sei. Nur die Preußen glauben, dass ein Spaß das Leben ärgert, entgegnete Jakob Kuschk. Ich kannte einen Mann, der lachte nie über irgendetwas, weil er sich einbildete, alles hinge irgendwie mit ihm zusammen, und wenn er über irgendetwas lachen würde, würde er ja über sich selbst lachen, und er wollte nicht, dass irgendwer über ihn lachte. Als er tot war, wunderte er sich, dass niemand trauerte. Er saß auf einer Wolke und begriff es nicht, und dann fragte er einen Dichter, der auf einer anderen Wolke saß und Zigarre rauchte und dauernd zu den Witzgeschichten lachte, die die Leute unten über ihn erzählten, »Warum trauern sie nicht über mich?« »Weil sie nicht über dich gelacht haben«, sagte der Dichter, nahm einen Schluck Kaffee aus einer randschorfigen, henkellosen Tasse und setzte hinzu, »und vor allem, weil du nicht gelacht hast.« Die Geschichte, wie er einem Mann Hörner gemacht hatte, konnte Jakob Kuschk nun doch nicht erzählen, weil der Füllige nicht umsonst gesagt hatte, sie würden alles Nötige vorfinden. Am Straßenrand stand ein Auto. Jakob Kuschk legte seine Trompete in den Kofferraum und setzte sich ans Steuer. Auf dem rechten Sitz lag ein Häufchen Papier. Krabat legte es achtlos ins Handschuhfach. Am Himmel stand tief im Nordwesten eine sehr schmale, eben sichtbare Mondsichel. Es war noch Nacht, als mitten auf der Fahrbahn vor ihnen ein Trüppchen uniformierter und bewaffneter Männer, Soldaten oder Polizisten, auftauchte, sie anhielt und ihre Papiere zu sehen verlangte. Krabat holte das Häufchen Papier aus dem Handschuhfach, ohne zu wissen, dass es ihn als Professor Jan Serbin auswies. Obwohl der junge Offizier dem Anschein nach völlig unbeeindruckt von dem weltberühmten Mann blieb, verzichtete er doch darauf, auch den Müller Kuschk sich ausweisen zu lassen und mehr als einen flüchtigen Blick ins Wageninnere und den Kofferraum zu werfen. Die Trompete dort schien er, seinem Gesicht nach zu urteilen, für ein durchaus alltägliches Stück Reisegepäck einer wissenschaftlichen Koryphäe vom Range Serbins zu halten. Eine zweite, völlig gleichartige Kontrolle. Sogar die Mienen und die Stimmen der Truppführer in ihrer anscheinend unrührbaren Strenge, ihrer fast pathetischen Überzeugung, dass notwendige Ausübung von Macht in ihrem Erfolg gefährdet werden könnte durch simples Erstaunen, unschuldige Neugier, ein bisschen Stolz, unverhohlene Hochachtung, überhaupt durch irgendeine sichtbar bezeigte sozusagen private Regung. Sogar dieses ganz persönliche Verhalten der beiden Kontrollierenden war so austauschbar, dass der Müller Kuschk lange überlegte, ob sie nicht durch irgendeine Verteufelung im Kreis herumgefahren wären. Aber die Kilometersäulen zählten ehrlich. Vorn sprang ein Mann ins Licht der Scheinwerfer und winkte. Krabat ließ anhalten. Der Mann trug einen langen schwarzen Mantel und war barfüßig. Er bat, ein Stück mitgenommen zu werden. Nach wenigen Kilometern verließ er vor einer Brücke den Wagen, murmelte einen Dank und tastete einen Bahndamm hoch. Als sie weiterfuhren, sagte Jakob Kuschk, »Wahrscheinlich war das der Mann, den die da hinten suchen. Vielleicht ist er aus dem Gefängnis entflohen. Vielleicht hat er unschuldig dort gesessen, oder? Vielleicht ist er ein Mörder.« Krabat dachte, unser Gefühl springt immer dem bei, der ein Verfolgter ist. Der Wolf ist hinter einem Menschen her,
Und Reisenberg spielt auf diesem Gefühl, wenn wir einen Wölfling jagen. Sie verließen die Autobahn und fuhren auf der Zubringerstraße in eine große Stadt hinein, die aufzuwachsen begann. Da und dort sprang in unregelmäßiger Folge und ungeordnet in den dunklen Vierecken der Häuser Licht auf. Vor einer menschenleeren, hell erleuchteten Ladenfront klirrten Milchkästen. Zwei Männer, die blecherne Behältnisse mit Backwaren ausluden, stritten sich. Ein Omnibus schaukelte heran. Ein Mädchen rannte ihm hinterher und verlor einen Apfel aus der Handtasche. Der Apfel rollte auf die Fahrbahn. Auf einer Brücke hockten aufgereiht Möwen, die Köpfe nach Osten. Ein Lieferwagen hielt mit kreischenden Bremsen. Der Fahrer sprang heraus, schütterte eine Tüte Abfälle in den Kanal. Die Hälfte der Möwen fiel darüber her. Die anderen warteten weiter unentwegt auf die Sonne. Ein Sprengwagen besprengte einen Radfahrer. Der Mann hob drohend die Faust und lachte dazu. Der Sprengwagenfahrer hupte freundschaftlich. Ihre Straße endete vor einer Sperre. Sie stiegen aus und schauten sich um. Ein breiter, wirrer Stacheldrahtverhau weiter vorn, eine hohe Mauer. Fugenlos und ohne Durchlass, soweit man sehen konnte, rechts und links Panzerhöcker und nirgends ein Mensch. »Vielleicht ist hier Krieg«, sagte Jakob Kusch. Unwillkürlich flüsterte er. Über ihnen flog röhrend ein Flugzeug. Es blinkte, rot-grün, rot-grün. Niemand verfolgte es, niemand schoss nach ihm. Als das Dröhnen verstummt war, hörten sie Glockengeläut. Ganz deutlich hörbar Glocken diesseits und Glocken jenseits der Mauer. Gutartig, kindlich fröhlich, bim-bam-bom. Die Sonne, die jetzt aufging, schien das Geläut über die ganze Stadt auszustreuen. Über ihre endlosen Wohnstraßen, Hinterhöfe, Villenviertel, Museen und labyrinthischen Verwaltungskomplexe, Universitäten, Fabriken, Kasernen, über Parkanlagen, Rasen, Rosen, hohe Bäume und blühendes Gebüsch, über die ölig glitzernden Bänder der Kanäle und des Flusses, das grausilberne Wasser der Seen an den Flanken der Stadt und vor allem über die Mauer, den Stacheldraht und die Panzerhöcker, hin und her und immer darüber, gerade darüber. Das fröhliche Geläut umschloss zwei Fahnen, gleichfarbig, aber verschieden in der Anordnung ihrer vier Farben, die eine diesseits, die andere jenseits der Mauer. Die Sonne stieg höher, und statt des melodischen Geläuts hing nun eine Dunstglocke aus eifrigem Lärm über der Stadt. Dissonantes, chaotisches Gewirr von Lauten in selbstschöpferischem Akt sich zu einem seltsam harmonischen, nahtlosen Lärm vereinigend. Eine Treppe führte auf die Mauer hinauf, eine farbige Menschentraube, buntes Tuch und glitzerndes Metall stieg die Treppe hoch. Krabat und Jakob Kuschk starrten dem Schauspiel zu, Schritt für Schritt und Stufe um Stufe, und waren oben, als die anderen oben waren, überzählig, aber ungezählt, keine Teilnehmer, aber Beteiligte. Die Mauer war breit genug, darauf spazieren zu gehen, hüben die Welt, drüben die Welt, breit genug die Mauerkrone, um ohne Angst vor einem Sturz auf ihr spazieren zu gehen und zu betrachten das Hüben und Drüben und sich selbst in der Mitte. Die Mauerkrone war nicht mit Glasscherben gespickt, sondern mit ungewelltem Spiegelglas belegt. Man wusste sich immer mit den Füßen auf eigenen Füßen, und wenn man sich bückte, konnte man sich ins Gesicht sehen. Aber gebückt war man krumm. Und der Himmel spiegelte von oben herein, und das Spiegelgesicht blieb im Schatten. Man sah sich gar nicht so genau im Mauerkronenspiegel. Manchem und manchmal
erschien das freilich nicht schlecht, denn deutlich macht klein, aber im Schatten und die Aureole des Hohen, was doch nichts als leerer blauer Dunst war, um das verschattete Gesicht fließend, da blickten die Spiegelaugen in die Unendlichkeit der reinen Geister. Am liebsten war manchen die Nacht zum Wandeln auf der Mauer, die Füße in den Sternen und hüben nichts und drüben nichts. Die Mauer aber war gut auch als Weg für Krabat und den Müller Kuschk, die weder nach dem blauen Dunst der reinen Geister noch nach dem Ich-Nabel der Welt der Sternenläufer strebten, sondern nur dahin wollten, wohin die Mauer führte. Kein Ort, der nicht erreichbar wäre auf diesem Weg, denn sie lief ja rund um die Welt, und vorwärts und rückwärts liefen immer im Kreis zusammen, nur die Wegstationen waren andere in ihrer Folge. Das freilich war umso wesentlicher, als doch die Stationen weder auf der Schnur der Jahre aufgereiht, noch an das regelmäßige Geflecht der Längen und Seitengrade aufgeheftet waren, sondern ihre Ordnung sich ergab aus den Fragen, die einer stellte, ob er die Wahrheit als Antwort wollte oder einen Pythia-Spruch aus dem Dunstbrei der Unverantwortung. Töricht auch jeder Versuch, die eine oder andere Station wahr oder nicht wahrhaben zu wollen, nach eigener Bequemlichkeit zur Beugung der Wahrheit. Krabat und Jakob Kuschk liefen auf der Mauer woher wohin, Schritt für Schritt ihrem unbekannten Ziel entgegen, das aufhört unbekannt zu sein, wenn es erreicht ist. Hier oben wehte ein lauer, geringer Wind. Auf einer anderen Treppe schob sich eine andere Menschentraube aus buntem Tuch und glitzerndem Metall nach oben. Fernrohre richteten sich gegeneinander, starrten sich ins Auge und zählten die Untadeligkeiten auf anderem Tuch und anderem Metall. Die beiden Freunde konnten sich keinen Reim auf das Schauspiel machen. Krabat dachte, vielleicht ist das die trojanische Mauer. Und Hektor und Achill, aber das war doch lächerlich graue Uhrzeit. Jakob Kuschk wieder überlegte, ob die Mauer nicht vielleicht brüchig geworden sei und man sie darum durch die bunten Menschentrauben von neuem festtreten lasse. Doch das waren unkluge Überlegungen, denn als gleich danach ein mächtiger Brocken von den Katapulten des Generals Vier die Mauer traf, riss die drübige Traube fröhlich die Arme hoch, die hübige aber nickte zufrieden, weil der mächtige Brocken wie ein Kieselstein von der Mauer abgeprallt war. Jakob Kuschk bedachte sich eine Weile, dann sagte er, »Ich kannte einmal ein Mädchen, das hatte einen Hals, einen schöneren Hals hast du nie gesehen.« Er sah Krabat lächeln. »Was lachst du, Bruder?« fragte er misstrauisch. »Ich lache nicht. Ich staune nur, wie anatomisch vielfältig die Mädchen waren, die du kanntest.« »Es gab darin auch mancherlei Wiederholungen«, räumte Jakob Kuschk ein. »Aber davon ist hier nicht die Rede. Die Rede ist von dem schönen Hals, um den das Mädchen meistens ein hässliches, dickes Wolltuch trug. Es erkältete sich nämlich so schnell. Aber sie lief nun nicht herum und schrie es in die Welt, »Seht her, Leute, was für ein schönes, hässliches, dickes Wolltuch ich um den Hals habe!« Sie sagte immer zu mir, »Guck nicht auf meinen blöden Halswickel, er ist leider nötig.« Vielleicht hätte sich Jakob Kuschk noch länger über schöne Hälse und notwendige, aber unschöne Halswickel ausgelassen, hätte er nicht bemerkt, dass Krabat ihm nicht zuhörte. »Wo bist du, Bruder?« fragte er. »Oben oder unten oder hinten oder vorn?« »Ich bin in der Mitte und alles ist ringsum«, antwortete Krabat. »Ich möchte manchmal am Rande sein.« »Du bist müde, Bruder«, sagte Jakob Kuschk. »Ruhen wir uns ein bisschen aus.« Sie setzten sich auf die Mauer und baumelten mit den Füßen im Wind. »Ich bin«, sagte Krabat, die Stimme voll spröder Trauer.
Der alte Mann auf dem Hügelchen mit der Linde und warte auf den Sohn. Wir warten immer auf die Söhne, damit getan wird, was noch nicht getan ist. Auch meine Füße sind manchmal müde, sprach Jakob Kusch. Ich möchte die Linde sein, die weiße Taube in meinen Ästen. Sie schwiegen, sahen die Sonne untergehen und wieder aufgehen, und irgendwo unter der Sonne war Reißenberg, und irgendwo unter der Sonne war Smjala. Sie erhoben sich und wanderten weiter. Nach einiger Zeit erreichten sie einen Flugplatz. Jakob Kuschk sprang von der Mauer hinunter auf die Erde, ließ sich seine Trompete nachreichen, dann sprang auch Krabat hinab, und Jakob Kuschk zeigte auf ein Flugzeug, das ihm besonders gefiel. »Das nehmen wir«, sagte er. Krabat war es gleich. Sie drängten sich durch eine Schar Männer, die eifrig einander abküssten. Ein freundlich lächelndes Mädchen in blauer Uniform vertrat ihnen den Weg. Sie sollten die Formalitäten erledigen. Jakob Kusch blickte auf die sich küssenden Männer. Ihn schauderte es und er fragte, »Müssen es unbedingt Männer sein?« Obwohl das Mädchen seine Frage anscheinend nicht verstand, lächelte es weiterhin freundlich und wies ihnen den Weg zu den wirklichen Formalitäten. Schon bei der ersten Formalität fiel Jakob Kuschk durch die Prüfung. Sie verlangten Papiere aus seinen leeren Taschen. Krabat zeigte noch einmal das Päckchen vor, das er nach der zweiten Kontrolle auf der Autobahn versehentlich in die Tasche gesteckt hatte. Es sei genug Papier, ob es nicht für beide reiche. »Er ist mein Freund«, setzte er hinzu. Das schien hier keinen oder eher einen negativen Eindruck zu machen, und als Krabat nun das notwendige Papier für Jakob Kuschk zu kaufen verlangte, wurden die Gesichter ringsum misstrauisch. Ein Mann bat sie mit kühler Höflichkeit in sein Büro und studierte mit gerunzelter Stirn noch einmal in Krabats Pass. Aus dem Nebenzimmer kam eine junge, vollbusige Frau in einer dunkelgrünen Bluse und einem rohseidenen, rosafarbenen Rock. Jakob Kuschk vermerkte bei sich, dass Rock und Bluse nicht zueinander passten. Die junge Frau flüsterte dem Mann hinter dem Schreibtisch etwas zu, der nickte, stand auf, nun wieder etwas freundlicher, und reichte Krabat die Papiere zurück. »Bitte beeilen Sie sich, die Maschine wartet nur noch auf Sie.« Als sich auch Jakob Kuschk erhob, sagte der Beamte mit deutlicher Schärfe, »Der Mann bleibt hier!« Krabat erklärte, er könne ohne den Freund nicht fliegen und man solle ihm doch schnell das Papier geben, wenn da welches nötig sei. Der Beamte starrte ihn an, zwinkerte heftig, wischte sich mit der flachen Hand übers Gesicht, aber nichts löste sich in blauem Dunst auf. Er stotterte, »Ihre Maschine fliegt gleich!« Es klang fast beschwörend. Krabat wiederholte, dass er wirklich ohne den Freund weder fliegen wolle noch könne. Der Beamte ließ sich in einen Sessel fallen und Krabat und Jakob Kuschk setzten sich ebenfalls, in der Meinung, jetzt würde der Beamte das notwendige Papier beschreiben. Stattdessen verschwand der Mann nach längerem Überlegen in den Nebenraum. Draußen röhrten und donnerten startende und landende Flugzeuge. Nach geraumer Zeit erschien der Mann wieder. Dazu die junge Frau in der grünen Bluse und ein gut aussehender Mann, eckiges Gesicht, sehr kurz geschnittenes, leicht ergrautes Haar und braune, lustige Augen. Er setzte sich, nachdem er Krabat höflich gegrüßt hatte, in einen tiefen Sessel in einer Ecke des Zimmers, schlug die Beine übereinander und zündete sich ein Zigarillo an. Anscheinend hatte er nichts mit den Formalitäten zu tun, um die es hier ging. Als sich nun ergab, dass Jakob Kuschk überhaupt kein Papier in seinen Taschen hatte, erklärte der Beamte, dass sie also jetzt zur Feststellung der Personalien kämen. Willig antwortete Jakob Kuschk auf seine Frage nach Name, Vorname, eventuell mehrere, das mehrere verneinte er, und Beruf. Befragt nach Tag und Ort seiner Geburt jedoch, blieb er stumm.
Die Grünblusige schob die Augenbrauen hoch in die Stirn. Die Frage schien dem Befragten nicht zu behagen. Er fragte: »Muss das ganz genau sein?« Der Mann in der Zimmerecke grinste. Der Beamte antwortete mit der Höflichkeit, die so leicht explodiert wie eine hochempfindliche Mine: »Ich bitte darum.« »Also«, begann Jakob, »nachdem sich der Herr hingelegt hatte.« Die Grünblusige blickte konsterniert den Beamten an, der unterbrach brüsk: »Welcher Herr?« Jakob Kuschk sah erstaunt hoch: »Der Herr eben.« Der Grauhaarige in der Ecke mischte sich ein. Er sagte zu der Frau gewandt: »Schreiben Sie es auf.« Und zu Jakob Kuschk: »Fahren Sie fort, bitte.« Jakob Kuschk fuhr fort, wahrheitsgemäß zu berichten, wann und wo er auf die Welt gekommen war. Nachdem also der Herr sich hingelegt habe, seien von der ganzen Schöpfung nur noch ein kleiner Bach und eine Mühle übrig geblieben, die niemand hatte haben wollen. Er hätte sie vielleicht haben wollen, aber er habe nicht aufgepasst, weil er während der Verteilung der Güter der Welt hinter dem großen Affenbrotbaum saß und Evas Rippen zählte. Sie hatte tatsächlich alle. Am schönsten verlaufe die fünfte von unten. Adam habe übrigens sich den ganzen Tag in der Nähe des Herrn aufgehalten. Er wollte irgendetwas haben, etwas wie ein Sicherheitsschloss für Eva, aber das gab's nicht. Als er dann kam und hatte nichts, es wäre sowieso zu spät gewesen, habe er Evas Rippenzähler, den Bach und die Mühle genommen und am nächsten Morgen habe Smjala ihn Jakob Kuschk getauft. Nachdem der Beamte seine Geschichte belastet mit vielen sehr genau ausgeführten und nicht zur Hauptsache gehörenden Details, angemessen vielleicht, einem zögernden Mädchen aus ihrem Zauderkleid zu helfen, hier aber durchaus fehl am Platze, zu Ende gebracht hatte, wartete er mit freundlicher Miene auf weitere Fragen, weil er schon ahnte, dass man, um ein Papier zu bekommen, viel Papier beschreiben muss. Der Mann in der Zimmerecke betrachtete eingehend sein erkaltetes Zigarillo. Die Grünblusige starrte mit offenem Abscheu auf ihr Stenogramm. Der Beamte hinter dem Schreibtisch war wütend auf sich selbst, dass er es zu dieser alle Würde seiner Arbeit verletzenden Farce hatte kommen lassen. Er hüllte sich in trotziges Schweigen, mochte der Chef selbst zusehen, wenn er sich schon in die Obliegenheiten seiner Mitarbeiter einmischte. Der Chef war offenbar auch willens, selbst zuzusehen. Er zündete sein Zigarillo neu an und wandte sich an Jakob Kuschk. »Zwei oder drei Ihrer Bücher stehen in meinem Schrank. Ich habe sie mit Vergnügen gelesen.« »Wirklich«, beteuerte er lächelnd, als er in dessen Miene Erstaunen und Unglauben zu sehen vermeinte. »Sie haben mir sehr gefallen.« Er stand auf und reichte ihm die Hand. »Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen.« Ein kräftiger Händedruck unterstrich seine Freude. Er lächelte und schloss: »Und Ihr Vortrag? So ganz ohne Manuskript? Meine Hochachtung!« »Es war wirklich ein gelungener Spaß und ich werde den Verdacht nicht los, dass Sie ihn brauchten, um einmal auf andere, sehr originelle Art übrigens, Literatur am Leben zu überprüfen.« Jakob Kuschk begriff, dass auch die lauterste Wahrheit unter ungünstigen Umständen nicht der Gefahr entgeht, für ein Produkt schriftstellerischer Fantasie gehalten zu werden. Und diese Gefahr ist dann am größten, wenn Bücherschreiber die wohlanständige Wirklichkeit poussieren, weil hinter der nackten Wahrheit die rote Hurenlaterne, Philister Traum und Philister Schreck, blinke. Dass der sympathische Mann mit dem eckigen Gesicht, indem er ihn mit irgendeinem Schriftsteller verwechselte, ungewollt neue und vermutlich schlimmere Verwicklungen heraufbeschwor, begriff Jakob Kuschk ebenfalls. Und da seine ganze Erfahrung besagte, dass obrigkeitliche Irrtümer auf dem Rücken des kleinen Mannes geklärt werden, nickte er den Dreien, die ihn nun freundlich lächelnd ansahen,
Sogar der zuständige Beamte lächelte, wenn auch etwas mühsam, ebenfalls freundlich zu und schloss die Tür hinter sich und Krabat, ohne eine Erklärung für ihren plötzlichen Aufbruch gegeben zu haben. Er sah, dass die spitzschnäblige Maschine immer noch wartete, nahm Krabat alles Papier aus der Hand, stopfte es in seine Trompete, blies einige ernste, um nicht zu sagen amtliche Töne, die freilich durch die Verstopfung Papieren klangen, und zog, was er einfach hineingesteckt hatte, doppelt heraus. Sie rannten zum Flugzeug. Das blau bemützte, kurz berockte Mädchen lächelte immer noch, schon sehr angestrengt, wie es schien, und bat, die Plätze einzunehmen. Jakob Kuschk aber blieb unten stehen, bis sie oben war. Ein sehr schöner Beginn, sagte er, und reichte ihr seinen Pass, in dem er als Musiker von Beruf ausgewiesen war. Ein Musiker, sagte er, als er sich zu Krabat setzte, kommt überall hin und immer durch. Unter ihnen drehte sich die Erde weg. Je höher sie stiegen, umso mehr überblickten sie. Und je mehr sie überblickten, umso winziger wurden die Dinge und umso größer rollte sich das große Ganze auf und desto glaubhafter war, dass die Erde rund sei und klein, sehr klein.